Herzlich willkommen in der Toskana und herzlich willkommen auf dem Campingplatz Campo dei Fior. Alles startet hier an der Rezeption. Hat man sich hier erstmal angemeldet, geht es durch die Schranke und man betritt ein wirklich super schönes, gemütliches und mediterranes Örtchen. Man fährt hier durch eine wunderschöne Straße mit ganz vielen Pinien rein. Auf der rechten Seite hat man einen kleinen Market, wo man verschiedene Sachen für den Strand, ein paar Tischdecken, Flipflops etc. bekommt. Dann hat man auf der linken Seite schon die ersten Stellplätze. Die sind aber etwas kleiner und zwar gibt es die dann für die kleineren Vans. Und immer wieder diese schöne Allee, die man lang fährt. Übrigens, alle Wege haben hier Farben und Namen von Blumen. Auf der rechten Seite gibt es dann das Pool. Das hat man ja von oben schon gesehen. Da möchte ich jetzt nicht filmen. Und entlang dieser Allee hat man immer wieder Wege, wo sich überall Camper hinstellen können. Bei uns war es so, wir haben eine Auswahl von Plätzen bekommen und konnten uns dann das schönste Eckchen aussuchen. Hier geht es nochmal zum Schwimmbad. Wir haben uns jetzt einen Stellplatz ausgesucht, der in der Nähe des Schwimmbades ist. Und zwar die Nummer 4. Wenn man hier sieht, die Parzellen sind wirklich richtig groß. Und da ist unser Plätzchen. In der Nähe des Schwimmbades findet man dann hier das modernste der Sanitärgebäude. Es gibt mehrere davon. Und alle sind etwa gleich ausgestattet. Hier die Duschen. Davon gibt es auch 10 Stück. Das gibt es dann für Männlein und Weiblein. Und hier die Toiletten. Toilettenpapier sollte man sich selbst mitbringen, denn hier am Eingang gibt es nur so eine Rolle, wo man jetzt sogar gar nicht drankommt. Am Waschhaus ebenfalls findet man die Waschbecken zum Geschirr abwaschen, Waschbecken, um Klamotten zu waschen und 2 Waschmaschinen und Trockner. Die kosten jeweils 5 Euro. Hinter dem Waschhaus und an mehrere Stationen findet man dann die Müllentsorgung. Hier wird explizit auf Trennung geachtet
Und zwar hier einmal für Glas, dann einmal für den Müll, der übrig bleibt, quasi feuchte Sachen. Dann gibt es hier Plastik, Papier und hier das nicht ganz so schöne Bio. Der Campingplatz ist wirklich schön angelegt. Hier nochmal die verschiedenen Arten der Hütten. Einmal neu, einmal alt. Und alle Mobilheime haben dann Wasser, Gas und Toilette. Auf dem Plaza findet man die Osteria. Dort kann man abends lecker eine Pizza essen. Dann findet man dann die Bodega. Dort kann man morgens Brötchen holen oder auch lokale Sachen wie das 0-Kilometer-Gemüse kaufen. Und dann gibt es den Mini-Club. Der hat aber momentan leider geschlossen. Aber wir wären sowieso zu groß. Für die Kinder recht schön. Es gibt ein Gehege mit Ziegen und eins mit Hühnern. Für Kinder definitiv etwas Schönes. Am hinteren Ende vom Campingplatz gibt es die Auslaufstelle für die Hunde. Sehr schön gelegen und die Hunde haben wirklich mal die Möglichkeit, im eingezäunten Bereich sich frei zu entfalten. Die Markise ist langsam eingefahren, aber jetzt gibt es noch ein Fazit, bevor wir abreisen. Wir waren jetzt 3 Übernachtungen hier mit 2 Erwachsenen und einem Hund und haben 93 Euro final bezahlt. Für diese Parzellengröße und das, was hier geboten wird, finde ich das völlig in Ordnung. Und es hat wirklich Spaß gemacht hier. Wir hatten ein schönes Pool, was wir auch genutzt haben, eine Strandbar, eine Osteria, einen Minimarkt. Und alles hat einen toskanischen Flair und ist wirklich zu empfehlen. Wir waren in der Osteria jetzt nicht essen, aber wir waren, und das kann man sagen, diese Straße entlang ist gar nicht weit. Da gibt es die La Ventola, eine wirklich molto bene Pizzeria. Wirklich toll, traumhaft. Wirklich eine der besten Pizzen, die ich bisher gegessen habe. Also sehr zu empfehlen. Müsst ihr unbedingt hingehen, wenn ihr hier seid. Der Strand ist in 700 Meter entfernt und ist dann zu Fuß erreichbar. Überhaupt kein Problem durch einen wunderschönen Pinienwald. Und die nächste größere Stadt oder das nächste größere Örtchen ist Vada. Das geht dann hier etwa 2 Kilometer in diese Richtung und ist fußläufig super erreichbar. Rechts und links sind überall Fahrradwege. Man kann sehr gut mit dem Fahrrad fahren. Also diese Region ist wirklich zu empfehlen für Fahrradfahrer, für Leute, die nur mal entspannen wollen am Strand. Wirklich, wirklich schön. In die Toskana kann man immer fahren, zu jeder Jahreszeit. Wir waren jetzt im September da und es ist eine traumhafte Zeit. Wir hatten teilweise noch 28 Grad. Richtig, richtig schön und der Vorteil ist, abends ist es kalt, damit kann man richtig gut schlafen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder auf einem der nächsten Filme. Macht's gut, bis bald!